Oh, da wird erstmal fleißig in die City Base gelaufen. Und Wind und Rain wartet hier quasi die ganze Zeit. Oh, da sind schon die ersten Herren von Wind und Rain zu Boden gegangen. Das geht zack, zack, zack. Und Friendly Fire macht hier die Knifefront, wird sich jetzt aussuchen, auf welcher Seite sie beginnen. Entweder CT oder T, das sehen wir gleich. Und ja, ich stehe ja total auf die Knifefront. Ich habe ja ein Faible dafür, ich weiß auch nicht genau warum. Also doch, ich Ja gut, glaube. aber man muss ja sagen, das Warten hat sich nicht ausgezahlt. Nicht wirklich, nee, das ging zack, zack hier. Ich glaube, Ging da Schlag auf Schlag oder vielleicht auch eher Stich auf Stich auf Stich? Stich, genau, Schlitz auf Schlitz. So. Und alles bleibt, wie es ist, so wie es aussieht. Und wir Ja, starten. Wind and Rain weiterhin hier auf T-Seite und Friendly Fire bleibt hier auf der CT-Seite und damit starten wir hier in die erste Runde. In die Pistol Round der ersten Hälfte. Ich danke dir. Und da wird auch schon, da ist auch schon direkt Wind und Rain die Banane hochgerusht und da flogen die Flashes und Alex konnte hinten im Dark gar nichts sehen. Konnte da aber fleißig noch Jhonko und Frey erwischen. 2 gegen Aber 2 drei hier schöne aktuell. Headshots, die Alex R. hier mit seiner USP gesetzt hat. Da wurde Wind and Rain gut ausgedünnt. Bombe geplantet. Jetzt heißt es für Astro und Hamskin nur noch warten. Bombe ist gelegt. Knight noch mit 13 AP unterwegs. Das sieht nicht ganz so schön aus. Aber auch Astro hat ordentlich Damage gefressen. Und Astro segnet hier das Zeitliche. Und Patrick macht den letzten Frag und Fuse und damit geht diese Runde auf jeden Fall an Friendly Fire. Ja, Pistol Round, erste Runde hier für Friendly Fire. Guter Start für das deutsche Team an diesem 9. Spieltag in der MDL. Es war so ich musste gerade wieder so ein bisschen grinsen. Ja, Raspi, ne? Erste Runde. Hat super funktioniert. Bombe wurde gelegt. Natürlich dann nicht durchbekommen, aber Ja, auf jeden Fall Rush-B, erstmal. ungeschriebener Grundsatz in Counter-Strike, würde ich sagen. Richtig. Und Das wir sehen gehört jetzt. quasi zum guten Ton. Allerdings, wir sehen jetzt ja auf Seiten von Wind und Rain natürlich auch eine Full Eco. Bombe wurde gelegt, da wird auf. Nee, gar nicht. Da wurden ja sogar zwei Pistols reingekauft. Was erzähle ich denn hier? Sag mal. Bei P250 sind hier am Start. Eine fast Full Eco, sagen wir es mal so. Und auf Seiten von Friendly Fire natürlich ist man da teilweise auf SMGs gegangen. Farmers 2 M4 ist dabei. Damit ist man schon schön im Vorteil. Und ich bin gespannt, was Wind und Rainer jetzt entgegenzusetzen hat. Wir sehen ja auch schon den Aufbau in der Mitte, falsche Mitte. Banane wird noch ein bisschen abgeaimt, ob da vielleicht jemand pusht oder mal reinguckt und man dann Frag ziehen kann. Ansonsten Bombe gerade noch mit zwei weiteren Spielern sehr zentral hier Mitte, falsche Mitte. Und da wird erstmal kräftig ein bisschen durch die Gegend geschossen. Aber jetzt geht's eher Richtung Banane. Man orientiert sich jetzt hier um, hat ein bisschen Druck gemacht in den Apps, ein bisschen rumgeschossen, um vielleicht irgendwie den Verdacht zu streuen, dass es hier auf A gehen soll. Rotiert jetzt hier aber auf B und geht langsam auf der Banane vor. Wenn Link hier zurückbleibt. Und als man dann endlich zu viert in der Banane war, hat man sich dann los zu rushen. Allerdings wurde da gleich Konter gesmoked, sodass es echt problematisch war, da durchzukommen. Und es geht auch auf. Alex da mit dem 3K holt die Jungs von Mid and Rain weg und damit steht es 2 zu 0 für Friendly Fire. Und wir gehen in die dritte Runde. Und Wind Alex, and er jetzt hier Rain. zwei Runden in Folge jeweils drei Gegner weggemacht. Mit der M4 gegen die Pistols natürlich relativ einfaches Spiel gehabt. Wind and Rain jetzt in der Buy-Round. 4 AKs und eine. Und die Krieg. Ich bin mal Ja, die gespannt. SG ist natürlich auch dabei. Ein bisschen Abwechslung muss ja auch sein. Bin mal gespannt, ob er damit zaubert. Oh, da wird schon Banane runtergerusht. Skrunk hier schon unterwegs. Und da fliegen die Mollys. Gar keine Chance, irgendwie noch nach vorne oder nach hinten zu kommen, sodass Frey da wirklich zum Freiwild wurde. Und da wurde jetzt hier auch die letzte MP, die da noch unterwegs war bei Friendly Fire, ausgetauscht gegen eine AK. Zwar gegen die von Frey, der wohl weniger freiwillig abgegeben hat. Jhonko und Link sind hier beide schon, sind hier beide in der falschen Mitte sogar teil, also schon im Haus oben ist Link. Versucht einen Boiler abzuaimen und zu gucken, ob da noch verschoben wird, aber man schiebt da inzwischen auf Seite von Friendly Fire zurück auf den Spot und ist inzwischen auch schon sogar zu viert auf A. Bombe scheint gespottet worden zu sein. Und ist da jetzt erstmal relativ defensiv. Hat man da ein Türmchen gebaut? Oder wie? Ja, man hat ein Türmchen gebaut. Da ist
Richtung da gesmoked worden, man hat ein Türmchen gebaut. Frag konnte man nicht ziehen, Damage hat man auch nicht gemacht. Ja, 40 Sekunden stehen noch auf der Uhr und bis auf den Frag auf frei ist hier bisher noch nicht sonderlich viel passiert an Schaden in dieser Runde. Die Bombe zieht sich auch gerade zurück Richtung B, wo jetzt im Moment nur Skrunk steht. Allerdings bewegt sich Alex da schon, seinem Mate zu helfen. Oh, da fliegen die Flashes. Astro hat auf jeden Fall nichts gesehen. Jenko kann aber den Refrag setzen. Und Link... Diesmal soll es aber kein 3K werden für Alex R. hier auf dem B-Spot. Das stimmt. Und Link da schon fleißig am Up-Aim hinten die Rotation und kann da auch... Ich glaube... Eine Person hat da erfolgreich weggeholt. Oh, Patrick. Das ist hier das 1 gegen 1. Beide mit Low HP unterwegs. Und Patrick macht es. Und Friendly Fire macht hier den Sack zu. Dann nur noch die Bombe diffusen. Nur noch diffusen. Ja. Und damit das geht auch jede Menge Zeit. Ja. Und damit geht auch diese Runde an Friendly Fire. Und es steht schon wieder 3 zu 0. Und jetzt muss Wind and Rain. Boah, geldtechnisch, ja, sie könnten, ja, sie könnten. Also sie könnten, wenn sie wollten, ne, da mal ordentlich nochmal rein, also ordentlich nicht, aber reinkaufen. Bloß ich denke, es würde schwierig werden mit Equip und auch das Kevlar würde da nicht so... Würde eher auf Light Kevlar eher... Hier Pistols, vielleicht eine MP mitnimmt. Ja. Und es werden die Pistols. Das wäre auch nur Light Kevlar geworden, das wäre doch nicht so schick ausgegangen. Und wir sehen eine AWP in den Händen von Light auf Seiten von Friendly Fire. Und ein paar... Das könnte natürlich... schwierig werden für Wind and Rain, aber man darf die Deagle ja nicht unterschätzen. Uiuiui. Kaum haben wir es gesagt, da fällt ne? Schon der erste Frag. Richtig. Und damit ist einmal Light Kevlar und eine CZ raus aus dem Spiel. Auf Seiten von Wind and Rain. Und die Bombe ist Mitte unten, da wird Banane gewartet. Die Mitte gesmoked, sodass da erstmal nicht viel zu machen ist, zumindest in der Mitte. Wir sehen auch, dass Fry in der Banane schon ziemlich weit hochgepusht. Oh, da hat Patrick aber ein ganz schönes Brett kassiert von Jenko. Auf Short. Ein Blick, ein Schuss, ein Treffer und da geht er down. 4 gegen 4 Situation jetzt hier. Und es sieht aus, als wenn man sich jetzt hier Richtung A genau bewegt. Ach, ist so chic. Wir denken das gleiche hier. Da hat er sich doch glatt vorbeischlawinert. Oh, guck dir das an. Alex hat den richtigen Riecher, hat er auch Richtung A lang abgeaimt. Bombe ist aber durch. Alex Geschichte hat, konnte einen noch mitnehmen. Allerdings sind da noch Saiken und Light on Spot. Und die räumen da auf. Saiken! Ja, mit dem 3K auf A. Der regelt die Runde. In beide Richtungen. Zack, zack, ist das gelaufen. 4-0 für Friendly Fire hier auf Inferno. Aber jetzt wird es wieder Zeit, um hier reinzukaufen auf Seiten von Wind and Rain. Und dementsprechend könnte diese Runde vielleicht wieder etwas spannender werden. Was nervenaufreibender für Friendly Fire. Vielleicht wird es ja die erste Runde, die Wind and Rain, die die Briten hier in diesem Spiel auf Inferno holen können. Und auch auf T-Seite haben wir jetzt eine AWP in den Händen von weißt du, wie man den Namen ausspricht? Hemsknein? Ich würde es einfach mal behaupten. Aber vielleicht habe ich auch wieder keine Ahnung. Hemsk? Der Trick Hilf ist so mir. Zu tun, als wüsstest du mit Bestimmtheit, dass es so heißt. Okay, dann heißt er jetzt Hemsk. Die neuen boykottieren wir einfach. Auch auf die Seite jetzt auf jeden Fall die AWP. Schöne HE, die da hochflog über die Banane. Die hat gut Schaden gemacht bei Light. Der jetzt hier nur noch mit Half-Life unterwegs. Aber auch Astro und Frei haben da beide schon Damage kassiert. Und man hat sich hier zu dritt auf den Spot zurückgezogen Richtung A. Und ja, Wind and Rain steht da zu viert im Anschlag in der Mitte. Und es sieht so aus, als wenn sie wieder über lang, was gerade schon gesehen habe, über lang Richtung A wollen. Da fliegen die Flashes. Aber so wirklich. Also Jenko fällt. Auf jeden Fall. Link hier echt nur noch Low HP, 31 HP hat er noch. Alex R. da hinter der Smoke vor der Library. Wow. Nimmt da auch noch zwei Leute mit, Hemsk und Astro. Wie dreist der da einfach Wahnsinn, durchgeht, ja. Zwei holt und dann erst der Refrag durch Link fällt.
Jetzt hat Friendly Fire ihr einfaches Spiel, macht den Sack zu 5:0 jetzt hier für das deutsche Team. Super stark gespielt. Von Friendly Fire. Wirklich super gemacht. Hinter der Smoke dann lang geschlichen, drin gehockt und dann erst in die Einrichtung, dann in die Einrichtung. Wunderbar. Alles weggesnackt. Aber schon dreist von Alex, ey. Ja. Ich dachte, der bleibt da stehen, bis die Smoke failt und zieht dann einmal durch, aber da schleicht er sich durch die Smoke. Und wieder holt sich seine zwei Fracks. Der Pistol, also der Pistol Round hier auf Seiten von Wind and Drain. Man hat da 40 Sets und eine Legel im Gepäck. Zweimal Full Kevl allerdings diesmal. 5-0 allerdings auch schon. Friendly der Fire. Wirft mal einen Blick durchs Fenster, holt sich einen Frack ab und dann geht er wieder nach Hause. Diesmal pusht man da auf Seiten von Wind and Drain auch ein bisschen die Banane hoch. Also ist sehr offensiv unterwegs. Da schien nicht wirklich viel Equipment entgegengeflogen zu kommen. Die da so viel Raum einnehmen konnten. Jenko zwischen das Zeitliche gesegnet, sodass Wind and Drain diesmal wieder in der Unterzahl unterwegs ist. Bombe bewegt sich hier Richtung Teppich. Im Moment haben die Jungs von Friendly Fire da auch nicht so wirklich Fokus drauf. Sodass... Ah, jetzt. Ich hab's gesagt, da geht er zurück. Liken jetzt on spot und aimt dann den Balkon ab. Und da könnte es auch jeden Moment zur Konfrontation kommen, denn Wind and Rain sind da auf dem Vormarsch. Und da kommen die Jungs raus. Und da fallen die Fracks. Und nur noch frei ist hier. Und der ist auch Geschichte. 6:0 für Friendly Fire. 6:0, nicht schlecht. Also man sagt ja generell, dass das Info immer so ein bisschen CT-lastiger ist, aber 6:0 ist mal eine Ansage, oder Fabi? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und die letzte Runde besonders für Friendly Fire. Keiner ihrer Spieler musste da sein Leben und seine Waffe lassen. Also sehr schöne Runde, die da gespielt wurde. Also auf T-Seite... Frage ist natürlich, ja? Wie hier nach der ersten Hälfte auf dieser Map der Score aussehen wird. Bisher ist er ziemlich zerschmetternd. Ich finde auch, dass die Runden nicht wirklich knapp ausgehen. Also nicht oft so knapp ausgehen, dass man sagen kann, ja, es ist wirklich... Ich hab die eine Full-By-Round auf Seiten von Rain, da waren noch vier Jungs von Friendly Fire unterwegs und haben da echt aufgeräumt. Also es ist auch immer, also meines Erachtens sehr eindeutig. Ich muss sagen, die ersten Runden empfand ich da noch als deutlich knapper, aber inzwischen kristallisiert sich hier Friendly Fire wirklich, zumindest bis dato, als das stärkere Team heraus in diesem Spiel. Die Frage ist, ob sie diese Leistung auch über die verbleibenden Runden halten können. Denn es sind ja schließlich noch 10 Runden, die sie bis zu einem Sieg gewinnen müssten. Also das da stimmt. Ist auch noch Luft für Wind and Rain. Wind and Rain muss nur langsamer anfangen, damit die Motivation erhalten bleibt und einfach auch der Hoffnungsschimmer am Horizont einfach noch da ist. Ja klar, und 6 Runden Rückstand sind schon mal eine Ansage, absolut, die Friendly Fire ja hinlegt. Absolut. Da sehen wir auch, dass man sich da Richtung B aufbaut mit der Bombe. Man hat es ein paar Mal auf A probiert, aber die Jungs von Friendly Fire halten das hervorragend, ziehen sich da zurück, sind sehr defensiv und hocken sich dann auch mal frech in die Smoke. Und jetzt entscheidet man sich da wirklich für den B-Go. Da fliegt das Equipment. Aber die riechen das bei Friendly Fire. Sind ja auch schon zu dritt auf dem Spot. Konnten auch schon zwei rausnehmen mit Link und Hemsk. Verschiebt da auch langsam der Rest. Light und Patrick verschieben da jetzt auch Richtung B. Aber Skrunk und Alex haben das da weitestgehend im Griff. Alex fällt genau in dem Moment, wo ich das sage. Jenko Last Man Standing ist aber schon im Crossfire. Und Light macht den Sack zu. 7:0 für Friendly Fire. Da flog aber auch gerade bei dem BGO, als sie oben ankamen, hier die Jungs von Wind and Rain, das ganze Equipment. Die Mollys flogen, aber gab es wieder kein Durchkommen. Und der gute Hemsk wurde dann auch leider ein Grillwürstchen. Er stand da im Molly und kam nicht mehr raus. Ja, und jetzt heißt es für Wind and Rain erstmal überlegen, wie man jetzt hier weiter vorgeht. 7 Runden Rückstand, keine einzige Runde konnte man bisher für sich entscheiden. Und langsam wächst dann natürlich der Druck. Jetzt muss man überlegen, was können wir ändern, damit wir hier ein paar Runden noch holen können, damit wir vielleicht dieses Match noch irgendwie drehen können. Also ich hatte so das Gefühl, die beiden Runden, wo sie die Bombe, ich glaube, sie haben erst zweimal eine Bombe gelegt, wenn ich mich richtig erinnere, und die beiden Runden sind sie eigentlich mit einem sehr schnellen Spiel meines Erachtens vorwärts gekommen auf den Spot. Und die Runden, wo sie sehr überlegt und sehr langsam in den Aufbau gegangen sind, war es eher so, dass es nicht so gut lief, wenn ich mich richtig erinnere. Oder siehst du das anders? Ja, es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie Friendly Fire da gerade predicted, wie Wind and Rain vorgehen will. Eben hatten sie natürlich das Problem, dass da ein Spieler mehr als die letzten Runden auf dem B-Spot stand. Dementsprechend natürlich schwieriger für Wind and Rain, da irgendwie drauf zu kommen, wenn die sich da schon so defensiv postiert haben.
Aber ich denke ehrlich gesagt, dass sie mit einem schnelleren Spiel durchaus gute Chancen hätten. Es wäre zumindest den Versuch wert. Bei 7 Runden Rückstand hat man auch nicht mehr allzu viel zu verlieren. Da kann man auch ruhig mal ein paar Taktiken ausprobieren. So, vielleicht geht ja irgendeine davon auf. Schauen wir mal, was jetzt anders gemacht wird. Diesmal sieht es auch ein bisschen schneller aus, aber Skrunk lässt sich gar nichts nehmen, pusht einfach runter, holt sich zwei Frags. Da fliegen die Mollys, ja. Da fliegen die Mollys auch aus der Mitte die Banane oder von B die Banane runter, wird erstmal alles zugemacht und man pusht direkt hinterher und setzt ein paar Frags. Allerdings fallen auch Light und Skrunk 2 gegen 2. In dem Moment holt Alex Jenko. Ja, Friendly Fire wieder in der Überzahl. Und Wind and Rain muss sich wieder zurückziehen aus der Banane. Ja, wenn man jetzt schnell rotiert, muss man zunächst, um den Spot zu erobern, nur einen von Friendly Fire facen. Die Nummer 3, die muss hier erst noch nachziehen. Saiken hat aber die 7-Meilen-Stiefel an. Auf dem A-Spot angekommen. Ja, die 7-Meilen-Stiefel. Komm, was gesagt, war auch schon rüber verschoben. Und also damit hier auf dem A-Spot wäre es gerade das 2 gegen 2, was man hier für sich entscheiden müsste. Aber dann muss es schnell gehen, denn der letzte Spieler von Friendly Fire, der verschiebt jetzt auch langsam Richtung A. Und Patrick wurde da gesehen. Ja. Sehen Sie auch direkt das Zeitliche. Bombe wird geplantet. Und Hemsk hat gut kassiert, 11 HP nur noch übrig. Und Alex, ja, damit der AWP schleicht sich langsam vor. Bereit, den Frag zu setzen, aber Saiken wird rausgenommen. Wahnsinn. Wind and Rain holt die erste Runde auf T-Seite hier. Super. Hemsk wirklich noch mit Low HP und trotzdem dann noch super geregelt. Eine Bombe wahrgelegt. Ich glaube, das dritte Mal jetzt in dem Spiel und stark gemacht. Also hat für mich am Anfang danach ausgesehen, als würden sie versuchen, B schnell hochzukommen. Wurden aber dann allerdings von Skrunk und dem ganzen Equipment, was da runterflog, gestoppt. Allerdings hat das Verschieben auf Ada noch wunderbar geklappt. Gut geregelt hier. Das hat quasi den Turn in der Runde gebracht. Anfangs sah es ja wirklich sehr, sehr schlecht aus. Zwei Spieler gleich rausgenommen worden. Jenko konnte dann aber die entsprechenden Refrags setzen und dadurch die Runde nochmal so ein bisschen drehen. Musste dann zwar selbst sein Leben lassen, aber der Argo hat dann ja noch funktioniert. Und hat hier die Runde sicher gemacht für Wind and Rain. Das 7 zu 1 rausgespielt. Und Astro hat hier schon in der Banane das Zeitliche gesegnet. Oder mit der AWP weggeholt. Damit Wind and Rain wieder in der Unterzahl, bewegt sich jetzt wieder Richtung A. Also der Aufbau bei Wind and Rain, der sieht nicht immer ganz so schick aus, weil meistens, ja, Wind and Rain dann doch relativ schnell mit einem weniger unterwegs ist. Jetzt versucht man es auf jeden Fall wieder Richtung A. Und Light passt auf. Und auch Patrick macht den Franklin, kann allerdings Zeichen holen. Jetzt da nur noch die frei. Die Frags gerade einfach nur noch frei hier am Leben. Ja. Und der hat natürlich schweres Spiel gegen 4 Spieler von Friendly Fire. Und da kommt Alex. Keine Chance. Hält die aber rein. Und damit steht es 8 zu 1 für Friendly Fire. Ja, damit soll es bei der einen Runde erstmal bleiben, die Wind and Rain hier holen konnte. Die Frage ist, wie viele hier potenziell noch drin sind bis zum Ende der ersten Hälfte. Geldtechnisch sieht es bei Wind and Rain natürlich auch dementsprechend aus, aber auch Friendly Fire muss gucken, ja, also die nächste Runde, wenn sie die nicht holen, sieht das auch schon wieder geldtechnisch nicht ganz so schick aus. Also wieder wichtig. Alles klar, Light hier in die falsche reingezogen, reingeaimt und Link erwischt und wieder... Ja, Friendly Fire macht es ja. Wind and Rain auch wirklich nicht einfach. Das stimmt. Und nehmen hier meistens zumindest einen Spieler schon sehr, sehr früh raus, was die Runde natürlich ungemein erschwert für Wind and Rain. Und wieder Wind and Rain in Unterzahl. Also es geht immer relativ schnell. Es dauert 20 Sekunden und da fällt er erst auf Seiten von Wind and Rain. Es wird da auch schon wirklich immer vehement rausgenommen. Das macht Friendly Fire hier wirklich super. Ziehen einen Frag und gehen defensiv. Da flog die Flash. Ich weiß nicht, ob Leiter jetzt überhaupt noch irgendwas gesehen hat. Oh. Da hat man Saiken zu spät nicht gesehen, hat die Ecke nicht gecheckt, ja. Musste dadurch einen Spieler aufgeben. Konnte zwar danach den Refrag setzen, ist jetzt aber trotzdem in dieser 3 zu 2 Situation in der Unterzahl. Jetzt nur noch Patrick hier auf A, allerdings ist Alex schon am Schieben. Und Frey muss da jetzt aufpassen, denn Alex R, der steht da gefährlich nah hinter dieser Smoke.
Wir hätten theoretisch noch genug Zeit, auf B zu verschieben. Das müsste allerdings so flott gehen. Naja, das könnte knapp werden, wenn man da durchschleicht. Da müsste man schon rennen. Das wäre nicht so gut. Jetzt schiebt man hier von lang auf kurz und will auf Alexander den bleibt da Spot. weiter am CT-Spot, aber durch die Granaten weiß man jetzt, es geht auf A. Da ist nicht mehr genug Zeit, um hier irgendwie anzufaken und zu rotieren. Der Plant geht durch. Der Frag auf Patrick sitzt. Aber Alex, er macht kurz einen Prozess. Bombe muss noch defused werden. Diesmal, meine ich, war da ein kleiner Fehler auf Seiten von Wind and Rain. Vorhin hat Hemska ganz super die Ecke gecheckt unterm Balcony im Pit. Und ich meine, diesmal war das ein wenig nachlässig nachgeguckt, weil Patrick da exakt an der gleichen Stelle stand wie ein paar Runden vorher. Und wenn ich mich nicht verguckt habe, war da auch nicht gesmoked. Wenn doch, dann musst du mich berichtigen. Aber es war ein wenig nachlässig, meines Ja, Erachtens man muss auch nachgeguckt. sagen, man hat hier eigentlich sogar einen glatten nächsten Spieler verloren, dadurch, dass man hier vielleicht die eine oder andere Ecke zu wenig gecheckt hat beim Vorgehen. Es war ja auch hier auf Long die Ecke hinter ihnen, wo Saiken stand und den einen Spieler abgeholt hat. Den hätte man nicht verlieren müssen an der Stelle. 9 zu 1 jetzt aktuell für Friendly Fire und diesmal Doppel-AWP wieder. Wir hatten ja schon ein paar Runden hier bei Alex und Light. Und Man Wind muss ja and Rain sagen, wieder mit Pistols unterwegs. der eine Spieler mehr hätte letzte Runde ja den Impact machen können. Und jetzt hier auch schon wieder sehr früh in dieser zehnten, in dieser elften Runde, wieder ein Spieler sehr früh rausgenommen bei Wind and Rain mit Yanko. Geht sie wieder mit den Pistols Richtung B. Konnte den Hit setzen auf Alex R. Aber für den Frag reicht es nicht mal annähernd. 80 HP sind da noch übrig bei ihm. Dann sammelt man sich da wieder vor B, aber Alex und Skrunk sind sehr defensiv. War dann erstmal weggesmoked. Und da ist Light auch schon am Schieben. Und Skrunk da mit dem 3K Alex noch unterstützend Astro geholt. Und damit geht auch diese Runde an Friendly Fire und das steht 10 zu 1. Es ist meines Erachtens immer das gleiche Muster. Es wird aufgebaut auf Seiten von Wind and Rain, sie verlieren ein und dann kommen sie nicht wirklich erfolgreich auf den Spot rauf. Ja, es scheint ein wenig so, als wüsste Wind and Rain heute irgendwie nicht so ganz, wann der Moment gekommen ist, wo sie vielleicht doch nochmal rotieren sollten, weil jetzt zu viele Spieler von Friendly Fire verschoben haben. Hems hat Oder da gerade schon. manchmal scheint auch einfach die Spielgeschwindigkeit bei ihnen nicht so ganz zu passen. Oh. Dass der Tower, den hätte man scopen hören können. Ja. Refrax sitzt. Spieler auch so close. Da hätte man vielleicht den Spray in die Smoke setzen sollen, die Spieler rausnehmen sollen. Vor allem hat man vorhin schon gesehen, dass Friendly Fire da ganz gerne mal Türmchen da den Smokes baut. Aber da haben sie absolut nicht gerechnet. Und auch auf das Scope, wie du schon gesagt hast, nicht reagiert. Dass man da wieder mit Verlusten zurück muss und sich dann jetzt wieder für B entscheidet, wo hier Alex gerade alleine ist. Allerdings ist Krunk schon wieder am Start und sch am Schieben. Und man ist jetzt mit der Bombe auf dem Spot, Bombe wird geplantet und jetzt ist es an Friendly Fire hier einen sauberen Retake an den Mann zu bringen. Und wir sehen, dass Patrick über die Mitte schiebt. Die anderen Herren sind da schon close und warten. Situation, Überzahlsituationen auch vernünftig auszunutzen. Oh, man lässt sich dabei auch ordentlich Zeit. Da fliegen die Flashes. Links sieht gar nichts. Grunk hat den richtigen Riecher, wird aber allerdings trotzdem weggeholt. Aber Patrick uns zeigen. Patrick und Alex machen es und Bombe wurde noch defused. Damit steht es jetzt 11 zu 1 für Friendly Fire. Da war das Kit natürlich da. Das hat hier die Runde Secure für Friendly Fire. Das 11 zu 1 ist da. Noch drei Runden, die wir hier mit Friendly Fire auf der City-Seite spielen werden. Und bisher sieht es wirklich nicht gut aus für Wind and Rain. Da ist nicht viel Puffer bisher. Diesmal komplettes AK-Setup hat er Seiten von Wind and Rain jetzt gekauft und es ist wieder so, es wird reingefaced. Light zieht einen Frag und Wind and Rain wieder in Unterzahl.
man in der Mitte oder in der falschen Mitte wieder. Das Problem, bei Wind and Rain ist immer irgendwo ein Spieler einzeln unterwegs, der wird dann sauber rausgenommen, schwächt dadurch das ganze Team. Ja. Und Friendly Fire lässt sich da auch gar nicht beirren, die holen ihren Frag, dann gehen sie defensiv zurück und Patrick hier super, da kam die Flash rein und er zieht rum und macht dann den Double Frag auf Shot. Zeichen zwar am Anfang verschossen, setzt dann aber hier beide Frags, nimmt die letzten beiden Spieler raus bei Wind and Rain, also macht damit das 12-1 sicher. Und es ist wirklich, wie du sagst, jede Runde das gleiche Muster. Es wird einmal kurz reingefaced, da holt man sich den Frag ab, dann zieht man sich zurück, spielt den Rest der Runde etwas defensiver, aber entscheidet dann die Runde zumindest fast bisher immer, bis auf die eine Ausnahme, immer für sich. Also 12-1 im Moment ist wirklich mal eine Ansage. Das ist Wahnsinn. Und Wind and Rain sind jetzt auch tabellentechnisch gar nicht so weit hinterher, haben da super Spiele gemacht und ja, aber haben, heute wirkt es wirklich so, als wenn sie nicht richtig reinkommen. Wenn sie echt keinen Weg finden. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie Alex R. und Frey da stehen, wenn Frey sich da rausbewegt, dann dürfte der wahrscheinlich wieder Geschichte sein. Astro hat heute sein pazifistisches Game auf jeden Fall. Der hat da noch gar nichts weggeholt und auch bei den anderen sieht das eher schlecht als recht aus. Also das... Stimmt, Astro hier mit 0 Kills am Start. Das war auch das, was ich vorhin meinte, dass die Runden nicht mal wirklich knapp sind, also selten knapp sind. Kam schon vor, aber es ist nicht oft der Fall. Und ja, wir sehen, Astro ist heute hier der Pazifist. So, inzwischen nur noch Astro und Frey am Leben. Astro noch 11 HP, alles klar. Da wird der erste Spieler rausgenommen, nur noch Astro hier mit seinen 11 HP am Leben. Und wir vielleicht macht er jetzt seinen ersten Frack. Ja, genau. Also vielleicht will er seine pazifistische Haltung heute beibehalten. Oder vielleicht macht er seinen ersten Frack hier. In diesem Spiel. Aber mit 11 HP ist das natürlich ziemlich schwer. Könnte jetzt vielleicht jeden Moment auf Light treffen, der da im Pit steht. Wir müssen jetzt gesehen haben. Legt hier noch die Bombe. Versucht er nochmal für die letzte Runde. Die vorletzte, 13, 14, Entschuldigung. Für die vorletzte, Quatsch. Für die letzte Runde, meine Güte. Da doch mal ein bisschen Geld an den Mann zu kriegen. Oh, da setzt den Frack. Herzlich willkommen auf dem Scoreboard. Jetzt wird es gleich das Ende sein. Alex R. macht danach ein paar verzogenen Schüssen letztlich den Deagle-Hit, um ihm auch diese 11 HP. Ich denke, das ist heute nicht sein Tag. Freue mich aber sehr, dass er jetzt tatsächlich auch Teil des Scoreboards ist. Er hatte irgendwie da, da geht gar nichts. Da geht nichts. Ja, vielleicht markiert das jetzt ja auch das Comeback für ihn. Man weiß es ja nicht. Das stimmt, ja. Weiß es. Vielleicht geht es ja jetzt noch 16-13 aus. Man weiß es nie. 13-1. Also, ich denke, das ist etwas, was wir heute ganz bestimmt nicht sehen werden. Ja. Und so wie Wind and Rain heute hier bisher aufgelaufen ist. Ich bin gespannt. Wird das vermutlich nicht allzu viel knapper werden. Und Alex, er setzt da den First Track, wie wir es von ihm gewohnt sind. Wie wir es schon so oft gesehen haben auf dieser Map. Und ja, Wind and Rain wieder mit 4 Mann. Wieder früh ein Spieler rausgenommen. Und Astro wird hier keinen zweiten Frack holen in dieser ersten Hälfte. Also, es ist halt auch... Also das Comeback da auf CT-Seite zu regeln, das wird unheimlich schwierig. Es wird auch psychisch einfach total der Stress. Wenn es, nehmen wir mal an, Friendly Fire holt die Runde jetzt hier noch und es steht 14-1. Das ist einfach wow. Ja, also es sieht ja bisher wirklich danach aus. Jenko hier schon sehr geschwächt. Link ebenso. Hemsk, der Letzte, der hier noch mit 100 HP unterwegs ist. Da fällt der Frag auf Patrick. Aber der Refrag ist sofort da. 2-gegen-2 Situation jetzt hier. Bombe ist geplantet und jetzt ist es an Friendly Fire da den Retake durchzubekommen. Ja. Und Light macht er souverän aus Hemske Bananenfleisch, wollte ich gerade sagen. Da sitzt der Spray. Und die Zeit tickt natürlich für Wind and Rain. Aber Light souverän mit dem AK-Spray. Wow. Diffuse geht durch. 14-1. Alter Verwalter, ich möchte jetzt nicht in der Haut von Friendly Fire stecken, ganz ehrlich nicht. Also das ist ja jetzt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, psychisch so ein Druck, ne? Also wenn du weißt, okay, das ist jetzt nur eine Runde, ist schon das Draw da. Du musst ja jetzt eigentlich quasi, um wirklich noch zu gewinnen, jede verdammte Runde perfekt spielen. Keine Fehler machen und wenn, dann hoffen, dass sie nicht so gravierend sind, dass du dann halt danach die Runde abgibst.
Ja, also schöner kann man nahezu eigentlich gar nicht seine City-Seite spielen. Hier mit 14:1 grandios, was Friendly Fire hier bisher abgeliefert hat. Zwei Runden, wie gesagt, trennen sie noch vom Sieg hier in diesem Match. Und eine Runde hier noch, um den Draw sicher zu machen. Also das Spiel wird ähnlich deutlich ausgehen, wie es bisher steht. Ob es das 16:1 wird, fraglich. Je nachdem, wie hier die Pistol Round ausgeht, die dürfte hier einen großen Impact haben. Ich bin wirklich gespannt, wie sich Mint & Drain jetzt auf CT-Seite verhält. Und wir sehen auch schon, sie sind sehr offensiv die Mitte runter. Und diesmal setzt hier Wind & Drain den First Track. Patrick signiert das Zeitliche. Und auch Saigon hat schon... Und auch im Underground wird hier Light rausgenommen. Alex allerdings schon hier komplett durch den Teppich durch auf den Spot gekommen. Steht da auf A. Skrunk setzt da auch einen Frag an Astro. Und damit, ja, 3 gegen 3 hier. So schnell geht's wieder. Und es ist wieder ausgeglichen. Saigon hier natürlich schon deutlich geschwächt. Stimmt. Und Alex hier aber mit dem nächsten Frag. Alex, ja. Oh, kassierte aber. Und damit noch anderthalb Friendly Fire Männer gegen die beiden Herren von Wind & Drain. Zeigen hier mit seinen 13 AP. Aber man ist inzwischen auf dem B-Spot angekommen und kann die Bombe planten. Uiuiuiui. Zeigen setzt da noch souverän den Frag. Ja, jetzt muss es Link hier richten. Der Druck. Der Frag auf Saigon sitzt schon mal. Jetzt ist die Frage, was passiert mit Skrunk? Wer entscheidet hier dieses Duell für sich? Und da verzieht nice. Skrunk, und Skrunk macht aber letztlich sitzt der Headshot dann. 15:1 hier für Friendly Fire, absolut dominant auf der Map. Die Runde jetzt war wirklich knapp und man hat auch gesehen, Wind & Drain wirklich extrem offensiv da die Mitte runter. Sind gut damit gefahren, zwei Frags gemacht, aber dann Skrunk und ich weiß gar nicht mehr, wer den anderen Frag gesetzt haben, haben sich gedacht, nö, und haben da wieder den Ausgleich geschaffen. Wahnsinn. Aber schön ja, gespielt. Ja, sah anfangs wirklich sehr gut aus für Wind & Drain, hier diese Pistol Round zu holen und damit in der nächsten Runde wirklich den Vorteil zu haben. Aber so... Ja, könnte es nun doch durchaus das 16:1 werden, was Friendly Fire hier sicher macht. Obwohl Light hier schon ordentlich Schaden einstecken musste. 31 AP hat er noch. Achso, hat es inzwischen auch zu einem zweiten Frag gebracht. Wäre ganz so traurig aus. Ja, also schon mal die Frags verdoppelt, das ist doch schon mal eine Leistung. Das stimmt, ja. Also in einer Runde die Frags verdoppeln, ist auf jeden Fall stark. Wir sehen, dass hier auch schon ordentlich Schaden kassiert worden ist. Aus Seiten von Friendly Fire. Allerdings Astro auch wieder rausgenommen. Und wieder ist Wind & Drain hier in der Unterzahlsituation. Und auch Equip und waffentechnisch hat nicht so schick. Die Bombe inzwischen geplantet. Man hat da B eingenommen. Link ist hier immer noch in der Mitte am Umschleichen. Schiebt er jetzt doch rüber. Patrick dann noch. Emsk muss hier viel Schaden einstecken. Konnte sich letztlich aber den Frag auf Saigon holen. Aber Friendly Fire lassen hier nicht locker. Ziehen die Frags. Nur noch frei hier Last Man Standing. Kassiert von Skrunk. 16:1 das ist dieses Spiel ausgegangen. 16:1, was Wahnsinn. Friendly Fire hier abliefert. Unglaublich. Was für eine Leistung. 16:1 mal eben auf Inferno. Also Wahnsinn. Also Wind & Drain da ist hat da überhaupt Friendly nicht Fire die gekommen. Briten wirklich... aus dem Dorf gefegt hier bei Inferno. Da kriegt 16:1, das ist eine Ansage. Da kriegt das Wort Brexit nochmal eine ganz andere Bedeutung, du. Ja, also... Wahnsinn. Also wirklich stark gespielt, ja. So, das war auf jeden Fall das erste Spiel ja heute. Wir haben gesehen, Wind & Drain kam wirklich nicht so wirklich rein, haben sich andauernd da einen der Jungs gleich schon am Anfang aus dem Line-Up nehmen lassen, mussten dann jedes Mal in Unterzahl noch gucken, was sie machen. Kamen nicht wirklich auf die Spots, wenn sie kamen, haben die Jungs von Friendly Fire das immer wieder geschafft, den Retake wunderbar durchzuziehen. Und damit würde ich sagen, ja, lassen wir die Runde jetzt Runde sein. Wunderbar, sehr eindeutig, ein sehr dominantes Friendly Fire. Und wir sehen uns in circa 20 Minuten wieder. Nee, nicht mal. 15, würde ich sagen. Und zwar mit Euronix gegen... Warte mal, muss ich ja selber nochmal gucken. Oh Gott. Furchtbar. Euronix. Gegen die Royal Bandits. Royal Bandits, siehst du, Bandits wollte ich sagen, da fehlt aber irgendwas. Euronix gegen Royal Bandits in circa 15 Minuten. Weiter geht's dann auch mit mir und Fabi und bis dahin holt euch was zu trinken, schnappt ein bisschen frische Luft und dann bis gleich.